Ja, hallo Freunde der leichten Outdoor-Unterhaltung. Benni und ich sind endlich wieder im Wald. Oh, ja, du bist ein feiner Hund, ja. Lass mal Papa YouTube-Video machen. Ich wollte eigentlich bloß schnell ein Intro für das YouTube-Video machen. Hoffe jetzt, dass der Benni die Kamera nicht umballert. Und ja, ich habe mir was ganz Schönes ausgedacht. Ich habe mir beim Backpacker Wilderness in seinem Online-Shop ein österreichisches K4 Pyramidenzelt bestellt. Das Ding besteht aus, jetzt lass dein Mikrofon in Ruhe, es besteht aus, mach mal Sitz. Das Ding besteht aus, mach jetzt Sitz, isst das Mikrofon, der will das Mikrofon essen. Komm jetzt, geh weg, komm, Platz, mach Platz, kannst bei mir hören. So, also das Ding besteht aus vier Zeltbahnen, die man zusammenknüpft und ja, du bist im Fernsehen, die man zusammenknüpft und ja, ich möchte das auch so machen wie der Backpacker Wilderness in seinem Video. Und zwar hat er ein Gear Tree als Zeltstange gebraucht. Deshalb nehme ich euch nachher mal mit, suche mir die perfekte Zeltstange. Dohini, da habe ich schon eine gefunden. Also bleibt dabei, wenn ihr euch für alte Militärzelte interessiert. Und ich werde mir jetzt ein richtiges, chilliges Bushcraft Camp aufbauen. Also bleibt dabei, kommt mit. So, und ich meinte jetzt auch einen ziemlich coolen Platz für die Nacht gefunden zu haben. Genau da in dem Bereich werde ich das jetzt aufbauen. Ja, und der Benni, der kriegt dann sein Gamsfell. Und ich glaube, dann sind wir beide happy. Genau, oh, ich freue mich richtig drauf. So, meine Freunde der leichten Outdoor-Unterhaltung. Ich habe jetzt schon mal die ganzen Planen zusammengeknüpft und ja, es fehlen bloß zwei Knöpfe, aber dummerweise an eine Zeltbahn und die habe ich jetzt als Eingangsplane gewählt, weil da ist auch noch so ein scheiß blauer Tintenfleck drauf und mein Gott, dann ist halt das die Plane. Ich habe jetzt quasi vor, das Ganze noch ein bisschen drehen. Und dann ist der Plan, dass ich quasi die eine Eingangsplane so ein wenig hoch tue und dann darunter schür. Und deshalb dachte ich mir, die schlechteste Plane nehme ich eben als Eingang. Denn Benni, dem ist schon bald wieder langweilig. Und an dieser Stelle, da kann ich euch mal was Cooles empfehlen. Und zwar das Teil hier, das ist eine rumänische Brottasche, die kostet gerade mal 10 Euro. Und da habe ich echt mein ganzes Zeugs mit drin. Finde ich total geil. Ist super sinnvoll. Und eine Sache müsst ihr wissen, wenn ihr so eine K4-Zeltbahn benutzt, nämlich, es ist ganz schön übel zu entscheiden, welche Seite das man nimmt. Und ich habe mich jetzt für die Sumpftarn-Variante entschieden, weil da hinten, das sind alles Birken. Und ich finde, das Muster, das passt super gut in den Birkenhintergrund. Aber es war eine harte Entscheidung. Also übrigens, kleiner Funfact, die eine Seite, die heißt Sumpftarn und die andere Seite, das heißt Erbsentarn. Und Logo im Original, das ist eine Ableitung, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht richtig besinne. Wenn ich jetzt Scheiße erzähle, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Anscheinend ist das von der Wehrmacht entwickelt worden.
Und ja, mein Gott, ich finde die Nazis auch sehr, sehr scheiße. Wer mich kennt, der weiß, ich bin total linksgrün versiffte Zecke. Aber Beispiel plus, weil die Nazis die deutschen Autobahnen erfunden haben, fahre ich auch keine Autobahn. Ne? Also plus, weil da irgendwie entfernt was mit Zweiten Weltkrieg zu tun hat, heißt es noch lange nicht, man darf das nicht bewenden. Also ich würde jetzt niemals ein Hakenkreuz oder so einen Scheiß aufhängen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also der Russikus definitiv kein Nazi. Und jo, ich wollte es bloß klargestellt haben. Jo, also jetzt geht's gleich los. Der Benni und ich suchen uns die perfekte Zeltstange. Prost, Freunde! Ah, geil. Draußen schmeckt es eben doch am besten. So, das sind meine zwei Lieblingszeugen. Aber ich empfehle jedem von euch, nicht die Outback Edition zu kaufen. Ich habe die bekommen, weil ich bei Instagram böse Werbung gemacht habe. Ich empfehle euch, die normale Version mit dem gummierten Griff zu kaufen. Sind im Winter definitiv weniger rutschig. Ja, und kostet zudem auch einiges weniger Geld. Und hier ist das gute Yankee-Beil von der Firma Adler. Auch ein sehr, sehr treuer Begleiter. So, und weil ich es nicht wirklich so mit Maßen habe, habe ich das jetzt ein bisschen schlau gelöst. Und zwar, ich habe nicht die... Oh, jetzt fällt da mein Rucksack um, so ein Kack. Na, Pleitenpech. Pech und Pannen. Ja, ich nehme nicht die Originalzeltherrige. Die sind mir irgendwie ein bisschen groß erschienen. Ja, du bist auch wieder dabei. Groß erschienen und ich habe da so mein... Ja, der Beutel ist von der Bundeswehr-Dackelgarage. Und da habe ich so verschiedene Zeltheringe drin. Genau. Und weil ich es nicht so mit Maßen habe und keinen Bock habe, einen Zollstab in den Wald zu nehmen und sowieso meistens Schnur brauche, habe ich die Originalzeltstange, wo der Weidler mitgeliefert hat, einfach mit diesem Schnürchen hier ausgemessen. Der liegt auf die Zeltbandage. Naja, gehört halt dazu. Auf jeden Fall, mit dieser Schnur weiß ich jetzt, wie lange das die Zeltstange werden muss. Genau. Gell, Benni? Haha, Angeber. Komm, Benni, gehen wir Zeltstange suchen. So. Ja. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Die haben gesagt, also so vor einem Jahr, da gab es Leute aus unserem Dorf hier in Nordhalben, die haben mich bei verschiedenen Behörden versucht anzukacken. Von wegen, ich störe den Waldfrieden. Und es ist eine Gefahr für Mensch und Tier. Lustigerweise ist rundherum von meinem Camp, das ist alles tot. Und da hinten, da steht kein einziger Baum mehr. Und da hier, außerhalb vom Camp, alles Borkenkäfer. Und ganz, ganz lustigerweise ist genau da, wo ich mich so bewege, die letzten gesunden Bäume hier in Nordhalben. Ja, oder zumindest auf dem Buggenberg. Ja, finde ich ein bisschen lustig. Jawohl. Und jetzt sind wir auch schon angekommen, weil das Ding habe ich vorher gesehen, wo ich hingefahren bin. Der perfekte Gear Tree. Entweder der da hier, oder der da oben. Ich tendiere zu diesem hier. Der gefällt mir ein bisschen besser. Jo, den werde ich jetzt nehmen. Nehmen und nicht schämen. Jo, der schaut doch gut aus. Der schaut definitiv gut aus. Oder da liegt auch noch ein langer. Können wir mal schauen, ob der vielleicht noch eine schönere Spitze hat. Denn ihr wisst ja, Faulheit siegt. Ne, da ist die Spitze. Wobei, die ist hier gebrochen. Ah, und da nochmal. Also, taugt nichts. Dann holen wir uns. Die andere, die ist schon gut genug. Jo. Dann habe ich auch gleich schon Anschürholz für die Buschbox.
ich säge jetzt hier, glaube ich, gar nichts runter und schleppe das Teil, so wie es ist, mit ins Camp. Jo. Okay, ich schleppe das Ding doch nicht mit ins Camp. Es ist mir zu schwer. Und ich hatte im August einen dummen, blöden Unfall. Ich habe mir bei der Getreideernte mit einer Sichel in die Sehne geschnitten und dann die Sehne durchtrennt und deshalb konnte ich ewig nicht laufen und ja, vielleicht sollte ich das jetzt nicht übel beanspruchen. Aber ich cut jetzt da einfach ein Stück runter und nehme es dann so mit, dann ist es dann bestimmt leichter. Ach, an dieser Stelle vielleicht mal ein guter Tipp für die ganzen Leute, die bei der Säge nur die Spitze benutzen. Das hat mir nämlich mein Lehrmeister damals gesagt. Er hat immer gesagt, die Säge und den Schwanz benutzt man ganz. Ja, jetzt könnt ihr mich wieder hassen, die Feministinnen unter euch. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin total der Feminist. Super, Oberfeminist. So, jetzt schneiden wir den. So, jetzt habe ich das Ding zersägt und werde es mit ins Camp schleppen. Genau. Lustig, der lustige Holzhackerbub. Holzhackerbub, Holzhackerbub. Lustig, der lustige Holzhackerbub. Holzhackerbub, Holzhackerbub. Yay! Eigentlich bin ich ja normalerweise zu faul, um Rinde runter zu machen, aber die geht so gut runter, da mache ich mal eine Ausnahme. Und ein guter Tipp ist, nehmt den Klingenrücken von eurem Messer, weil manchmal holt man sich Chips in die Klinge, wenn man beim Entrinden Fichtenäste erwischt, ne? Und deshalb nehme ich dazu immer den Rücken, geht besonders gut. Wenn ihr so ein echtes Bushcraft-Messer habt, da sind die Rücken nämlich meistens scharf, damit man damit einen Feuerstahl bedienen kann. Und ja, ich mache das eigentlich meistens so. Aber den Doktortitel müssen wir jetzt nicht holen im Entrinden. Ne? Also für mich ist das so schon okay. So Freunde, das ist jetzt meine Spitze. Und die muss jetzt so dünn werden, dass sie über die Löcher von der Plane passt. Aber das geht gut. Das geht sogar sehr gut. Ich denke, das ist schon fast gut, aber dadurch, dass das so robust ist, nehme ich jetzt lieber ein wenig mehr weg, damit es dann auch direkt beim ersten Mal durch die Löcher durchgeht. Jo, aber ich denke, so schaut das wunderbar aus. Und dann habe ich dann auch hier schon den ersten Haken, um eine Lampe oder irgendwas im Zeltinneren aufzuhängen. Also, das kommt jetzt durch diese Lochens hier. Das passt sogar, das geht drüber. Juhu! Perfekt. Aber an dieser Stelle, Backpacker Wilderness, ich bin sehr, sehr enttäuscht. Das Teil hat echt mehr Löcher wie ein Schweizer Käse. Und den Tintenfleck, ich meine, ich hätte es trotzdem gekauft, aber den Tintenfleck, den hättest du schon in die Beschreibung einsetzen können. Und
einige Knöpfe fehlen und ja, einige Ösen fehlen auch. Und das hat mich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen gepisst, sage ich euch ganz ehrlich. Also das Ding, ich werde es dann morgen nochmal filmen von innen. Das Teil hat echt mehr Löcher wie ein Schweizer Käse. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, man muss das Teil wirklich auf absolut ebenem Boden aufbauen. Ansonsten wird das nichts. Ich habe jetzt ein bisschen rumgebastelt und rumgespielt. Ja, schaut schon geil aus, das Teil. Aber der Aufbau hat sich jetzt wirklich als super nervig erwiesen. Und weil es hier nicht gerade ist, wo ich halt einfach einen etwas höheren Zelthering gemacht. Und dadurch habe ich es jetzt dann trotzdem relativ geschmeidig hinbekommen. Sodala. Und jetzt werde ich es mir hier erstmal gemütlich machen. So. Und damit ihr auch was sehen könnt, das einzig Coole, dass das mit der Gierdrehstange funktioniert hat. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. So, jetzt müsst ihr eigentlich auch auf dem Video hier ein bisschen helfen. Ja, wein. Ja, bravo. Du bist ja ganz nass. So, das filme ich jetzt dabei mit dem Handy. Da, der Blinky. Der blinkt, weil er manchmal stiften geht und dann sehe ich ihn wenigstens. Und es gibt doch einfach nichts Schöneres wie so ein Bushcraft. Feuerchen, so ein Hobo-Feuerchen. Herrlich. Ach, so hält man's aus. Ja, und morgen filme ich dann die 1000 Löcher. Also ich bin hier richtig abgesoffen vorhin. Noch kurz zum Backpacker Wilderness. Ich habe mir das Teil bei ihm im Shop gekauft. Und ja, ich habe das bei ihm im Shop gekauft und bei der Bestellbestätigung, bei der E-Mail, stand drin, haben Sie noch irgendwelche Fragen, dann schreiben Sie eine E-Mail. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, aber der Herr hat es wohl nicht für nötig befunden, mir kleinem Arschloch Antwort zu schicken. Naja, egal, einmal und nie wieder, ist ein schönes Wetterzelt. Ich versuche es dann auf jeden Fall zu Hause mal nochmal mit Grönlandwachs ein bisschen zu behandeln. Und ansonsten für den Winter mit Schnee ist es auf jeden Fall wieder interessant. Aber so mit den 1000 Löchern, die muss ich erstmal alle stopfen. Ja, das war jetzt meine erste Nacht im Backpacker Wilderness. Ich komme nicht mehr raus, so ein Vogel. Nee, wunderschön. Jetzt mache ich erstmal einen Kaffee. Und sollte das jetzt ein bisschen anders ausschauen von der Kamera, vom Ton, das ist jetzt mit dem Handy gefilmt. Thank you.
fragt ihr euch warum, macht ihr den Kaffee auf dem Gaskocher, wenn ihr da ein Hobo habt. Einfach weil ich den Hobo gescheit einschüren will, damit ich warm habe. Und weil der Kaffee dann trotz allem schneller auf dem Gaskocher geht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob das jemand von euch auch so macht oder ob ich einfach nur verrückt bin. Feine Mausi, ja, du bist auch ein feiner Mausi, gell, ja. Ja, Freunde, ich habe die Nacht gut überstanden und ich muss gestehen, ich bin echt kein YouTuber, ich habe da echt irgendwie nicht so Bock drauf. Auf jeden Fall habe ich den ganzen Morgen gechillt. Und überhaupt keinen YouTube-Content gemacht. Ich bin eher so Instagram-aktiv. Also wollt ihr diesen Content, den ich nicht jetzt im Quellformat gefilmt habe, gerne sehen, dann schaut doch mal auf meinem Instagram vorbei. Dort heiße ich auch der Rusticus, genau. Ja, und ich habe dann heute früh entschlossen, auf die Terrasse zu gehen. Also das ist die Terrasse. Und ja, jetzt bin ich unterwegs, eigentlich schon, um die gute Franziska abzuholen, die an den Wurzeln. Ich glaube, bei YouTube ist sie nett, aber sie schaut gern YouTube und die werde ich jetzt mal abholen gehen. Wo ist denn der Hund? Hund! Franz! Komm hier, Franz! Wo ist der Franz? Ja, da ist der Franz! Hier, fein! So ein guter Hund! So ein guter Hund ist das. So, eben jetzt holen wir die Franziska ab. Habe ich das Handy eingesteckt? Jo, Handy habe ich eingesteckt. Die macht richtig spannendes Zeug. Die macht aus Pinien und Kiefernadeln macht die wunderschöne Körbchen. Genau, könnt ihr ja mal reinschauen. Ich verlinke sie auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ja, und ich nehme euch jetzt quasi mit auf dieser kleinen Mini-Wanderung dorthin. Da waren wir ja gestern schon mal, haben die Zeltstange geholt. Genau. Und ja, echt herrlichstes Wetter heute. Franz, gefällt das auch? Jo, und an dieser Stelle, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ YouTuber, wie gesagt schon. Ich muss da noch ein bisschen reinwachsen. Also ich bin auch absolut offen für Vorschläge, Tipps und so weiter. Oder was ihr auch gerne sehen würdet. Jo, man kann mich auch jederzeit besuchen kommen hier. Und ja, ich freue mich immer über Nachrichten und ja, den einen oder anderen neuen Kontakt. Genau. Ja, aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, macht doch mal ein Abo, drückt einen Daumen hoch, das unterstützt meinen Account hier ein bisschen. Und ja, ich finde das immer so lustig, wenn die ganzen YouTuber da so betteln. Bitte, 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 bitte abonniere meinen Account. Also Leute, ich gehe hier bestimmt nicht auf die Knie vor euch. Obwohl ich mich über jedes Like und jedes Abo freue. Yeah. Das ist Dark Side. Nein, da. Dark Side, Bright Side, so ein Scheiß. Ja, ich bin total gut gelaunt, ich freue mich eben über Besuch und jetzt holen wir erstmal die Franziska ab. Ich sage ja immer Franzi, aber das hasst sie. Holen wir die Franzi ab. Oh Leute, jetzt da ist sie, die, wo ich vorher erwähnt habe. Bei Instagram an den Wurzeln. Schaut mal rein, die macht echt cooles Zeug. Die habe ich jetzt abgeholt. Und jetzt laufen wir runter ins Camp. Yeah! So, mittlerweile bin ich hier mit der Franziska chillig am Lagerfeuer. Und ja, wir machen uns jetzt einen gemütlichen Abend. Nachher kochen wir noch was. Und zwar gibt es halt den Gnocchi mit Tomatenpesto und ordentlich Käse. Da freue ich mich richtig drauf. Und jetzt wollte ich euch noch ganz kurz etwas richtig Nices zeigen. Also zum einen hier das wunderschöne Feuer und dann ist Benny und die Franziska sind intensiv am Schmusen. Die machen Busenfreundschaft. So, das ist hier so quasi das
Wüstennomadenaufbau, einfach eine ganz normale Plane. Und ey, ich habe die echt schon sau lange. Und da ist der Rusticus Tippi. Da drin, da schläft die gute Franziska. Genau. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf dem Video. Ich zoome mal rein. Guckt euch das an. Der Mond. Aber ich glaube, das kommt jetzt nicht so zur Geltung auf dem Video. Auf jeden Fall schaut das voll geil aus. Jo. Und vielleicht, wenn ich Lust habe, werde ich nachher noch vom Kochen was filmen, aber dann auch wieder mit dem Handy. Jo. An der Stelle nochmal, wenn ihr Anregungen habt oder Tipps habt, so wie ich das ganze YouTube-Ding oder wenn ich überhaupt weitermachen soll, ja, schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich bin da echt noch ein bisschen unsicher. Gell, Benny? Ich fühle mich so, wie er guckt. Ja. Ja, jetzt kommen die Gnocchis rein. Aber das heißt Gnocchi, Gnocchi. Nicht Nocchis oder Nocchi oder Gnocchi. Gnocchi, Gnie, für alle meine Deutschen. Che bella storia, Gnocchi al Foresta Franconia. Con la pancetta. Geile Scheiße. Das ist so geil, ey, das Essen. Jetzt kommt noch leckeres Tomatenpesto mit dazu. Weil viele machen den Fehler, dass sie mit Gusseisenpfanne viel zu heiß kochen. Und dann hockt das eigentlich nur an und dann verbrennt man seine Patina. So, Klugscheißer-Modus off und die hohe Schule der Patinologie. Patinologie. Wenn euch mal mit Gusseisenpfanne, wenn ihr zu viel Hitze habt, fängt alles an anzukleben. Und in der Regel hilft das eigentlich schon, wenn ihr die Hitze reduziert. Und ja, dann geht das sofort wieder weg. Das Schlimmste, was man tun kann, ist auf der Hitze zu bleiben. Also ihr merkt eigentlich relativ schnell, dass man die Pfanne zu heiß hat, wenn es anfängt anzuhocken. Genau. Jetzt machen wir noch den Parmesan und dann ist eh schon fertig. Ja, fertig ist das gute Gericht und die Franziska und ich werden uns das jetzt munden lassen. Jo. Danke fürs Kochen. Na, gern doch. Ich hoffe, es schmeckt dir. Sie hat genascht, aber ich hab's auch getan. Und schmeckt der Scheiß? Ziemlich gut, ja. Es ist richtig heiß. Aber es lohnt sich. Geil. Wir mögen es doch heiß im Frankenwald. Boah, das war wieder so ein richtig blöder Rustikus-Spruch.
Naja, hasst mich oder liebt mich. Lasst dem Kanal ein Abo da, ich würde mich freuen. Benni auch. Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Der Benni und ich sind jetzt noch im Zelt. Wir haben eine wunderbare zweite Nacht hinter uns. Einmal frei geschlafen. Und jetzt wollte ich mal so dieses typisch klassische Instagrammer-Motiv filmen. Weißt du, so wie wenn einer das Zelt aufmacht und dann rausläuft. Also viel Spaß bei dem, was jetzt kommt. So, da haben wir den Benni. Und ich muss mich da, gell? Da du willst jetzt auch aufstehen, gell? So, jetzt gehen wir da erstmal hin. Und Achtung. Jo. Ah, da ist schon der Franziskanermönch auf dem Weg zur Taufe. Oh, schau dich diesen zauberhaften Morgen an. Wow. Einfach nur schön. Ist der Bobeli? Und was möchte der Bobeli? Will der gefüttert werden, gell? Ja, was? Da freut er sich. Da ist er zu schnell für die Kamera. Oh, jetzt bin ich über die gestolpert. Wo ist der Bobeli? Der will gefüttert werden, hä? Der will gefüttert werden. Ja, so ein guter Hund. Wenn der hat Hunger. In der Früh, da will er essen. Du nochmal tanzen. Ja, feini, feini. Wo ist der feini, feini? Du willst jetzt gefüttert werden, gell? Das ist gemein. Ich wollte nur versuchen, deinen coolen Tanz auf Video drauf zu haben. Aber, ja, jetzt. Ja, das ist ein Freundestanz. Ja, so ein feiner Hund. So, dann darf er auch in der Sonne essen, der Hund. Das nenne ich mal einen Ort, wo man hübsch essen kann. So. Eine Hand. Zwei Hände. Also ihr müsst mir diese Kameraführung echt entschuldigen. Ich hatte noch keinen Kaffee und irgendwie stelle ich mich mit diesem Osmo Pocket Teil da ein bisschen legasthemisch an. Aber Übung macht den Meister und deshalb müsst ihr das YouTube-Video schauen, da bin ich motiviert. So, jetzt darfst du essen. Hopp, hopp. Na, das schmeckt dir, gell, du? Du feiner, lieber Hund. Ist ja feiner, lieber Hund. Nam, 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 nam. An dieser Stelle, was füttert ihr euren Hunden, wenn ihr draußen seid? Habt ihr irgendwelche Spezialfutter oder ganz normales Futter? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich interessieren. Also, Benni kriegt einfach... Ich wechsle tatsächlich immer mal wieder die Futter. Aber ich achte immer darauf, dass da kein Getreide drin ist. So, nächster Step. Der nächste Step ist jetzt definitiv Kaffee kochen, ey. Ich brauche in der Früh meinen Kaffee, sonst bin ich ein richtig garstiger Mensch. Und deshalb bringe ich der Franziska da unten jetzt ein bisschen Brennholz mit. Jo. So, und eine Geschichte, die wirklich, wirklich geil ist, sind diese Titanium French Press. Ich feiere die total. Es ist einfach ultra praktisch. Und jetzt hier, seht ihr sie ein bisschen besser. So. Da hat mir mein guter Freund von Instagram, der Magic Woodman, einen neuen Deckel gemacht, weil ich benutze das Teil schon so lange,
Da ist mir der Deckel, der war im Original aus Holz. Genau. Und der ist mir dann irgendwann runtergebrannt. Und meine absolute Lieblingsfarbe ist Rot. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Nee, ich glaube nicht. Also ist Rot meine Lieblingsfarbe. Und dann hat er mir so einen coolen roten Deckel. Ah, jetzt habe ich die richtige Kameraeinstellung. Wow, jetzt, das sieht gut aus. Ja, und aktuell trinke ich so einen Kaffee. Ich versuche immer nachhaltig meinen Kaffee zu kaufen, also nicht irgendwelchen Schrott. Und aber im Moment bin ich ein bisschen enttäuscht. Den habe ich bei DM gekauft und ich dachte mir so, ey cool, die haben nur wenig Kaffee, und ich dachte dann wenig und dafür gut. Aber der Bio-Espresso von DM, der schmeckt voll nach gar nichts, Leute. Könnt ihr mir glauben? Jo. Ja, Freunde der leichten Autounterhaltung. Mir ist aufgefallen, dass die Franziska noch nicht so eingeführt war in das Thema Lederpflege. Und ich habe immer Lederpflege mit dabei. Und denn nur gepflegtes Leder ist gutes Leder. Und jetzt schaut mal, wie die kleine Indianerin, ich nenne sie auch Goldfuchs, da vorne in der Sonne chillt und ihre Schuhe fettet. Ein Bild für die Götter. Das wollte ich jetzt euch nicht vorenthalten, denn die Lederschuhe werden jetzt gefettet, weil wir gleich eine kleine Wanderung machen werden. Und da kann es gut sein, dass die Schuhe ein bisschen nass werden. Und wir zwei sind sehr hilfreich und schauen einfach nur zu. Aber gepflegtes Leder, gutes Leder, die Weisheit des Tages. Freunde, sie ist auf den Geschmack gekommen. Denn nicht nur die Schuhe brauchen Pflege, auch die Felle brauchen Pflege. Und dieses Fell braucht definitiv Pflege. Aber das wird schon. Das wird schon. Übrigens, ein bisschen Werbung muss sein. Das Fett, was sie, das Lederpflegemittel, was sie da benutzt, ist von der Firma Adler. Und mit dem Code RUSTICUS10 bekommt ihr bei Adler Werkzeuge 10% Rabatt. Und unterstützt mich auch noch ein bisschen dabei. Also, kauft euren Scheiß bei Adler Tools und unterstützt mich. Und es duftet himmlisch. Oh, warte mal. Es duftet himmlisch, hat sie gesagt. Also ich krieg da so einen richtigen Handfetisch, wenn ich da zuschaue. Ich hoffe, die YouTube-Zuschauer nehmen das so wahr wie ich jetzt gerade beim Filmen. Man sagt ja, Quentin Tarantino hatte einen Fußfetisch. Ich glaube, ich entwickle gerade einen Handfetisch. Findet ihr das auch, dass sie tolle Hände hat und das wunderbar einreibt? Dann schreibt es in die Kommentare. So, ich habe euch jetzt mal mitgenommen. Es ist ein bisschen windig. Also ich bin mit der Franziska immer noch unterwegs und hier, wo wir jetzt gerade sind, da war mal alles tiefster Wald. Und da hat der Borkenkäfer ganze Arbeit geleistet. Also ist echt krass, was hier fällt. Und ja, der Frankenwald verändert sich. Und ich hoffe, dass die Menschen im Frankenwald dieses Sterben der Monokultur als Chance ansehen und aus diesen Fehlern der Vergangenheit lernen, um vielleicht ein bisschen nachhaltiger zu wirtschaften. So, Wort des Sonntags oder zum Sonntag fertig. So, und wir haben jetzt hier im Privatwald von einem Kumpel von mir, also das gehört hier alles einem Freund von mir, und jetzt haben wir eigentlich hier ein paar Fotos machen wollen. Und dann haben wir noch diesen Sonderschwamm da gefunden. Mega. Und den ernten wir jetzt. Also ich glaube eher den kleinen. Auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite ist noch ein kleiner. Ich glaube, der ist auch besser in Schuss. Ja. Ganz sanft unten. Der ist ganz sanft und ganz, ganz weich. Ja. Cool. Schlag ihn runter.
Mit so einem Karate-Move. Haja! Da wo ich nie. A few moments later. Jo, genau im richtigen Moment, als ob ich es gespürt hätte. Yay. Das ist so der Schwammel. Geile Scheiße. Die feinen Poren hier unten. Du bist auch dabei, geil. Ja, und so mittlerweile ist schon wieder viel Zeit vergangen. Ich habe eben, wie schon anfangs im Video erwähnt, einfach oft, da vergesse ich das einfach zu filmen. Und ja, wir haben jetzt schon wieder ein gemütliches Feuer. Trinken noch ein Bierchen gemeinsam. Ich bin gerade absichtlich im Hintergrund stehen geblieben, dass ich nicht mit Bierflasche durchs Feld laufe. Ach so, ey, also ich stehe da dazu. Liebe Kinder, Bier trinken ist schädlich. Fragt immer eure Eltern um Erlaubnis. Waldbrand! Nein, wir haben die Feuerscheine natürlich ausreichend gesichert. Und ja, das ist auch so ein Ding. Ich wurde schon öfter angefragt, warum ich so eine Metallfeuerschale in mein Camp schleppe. Einfach weil ich eher so dagegen bin, dass man im Wald auf dem Boden Feuer macht. Das ist total sinnlos. Und deshalb lieber so eine Feuerschale mitnehmen. Ja, wir lassen jetzt den Tag noch gemütlich ausklingen. Und ja, genießen die Zeit. Ja, Freunde der leichten Outdoor-Unterhaltung. Morgen Nummer 3. Ich habe viel zu wenig gefilmt, was ich eigentlich filmen wollte. Wir wollten ja auch noch ein bisschen was über den Sundeschwamm erzählen. Hat sich jetzt nicht so ausgegeben, weil ich glaube, ich bin einfach nicht dieser klassische YouTuber. Ich hoffe, dass ich jetzt trotzdem ein cooles Video zusammengeschnitten habe und dass ihr Spaß hattet, das Video zu sehen. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder auch mal in den Frankenwald kommen möchtet oder mich zu euch holen möchtet, ja, dann schreibt mich einfach an. Ich biete Survival-Kurse an, gemütliche Bushcraft-Wochenenden, Junggesellenabschiede, Kindergeburtstagspartys, also ja, bisschen Eigenwerbung. In der Beschreibung von dem Video erwähne ich auch meine Sponsoren und Unterstützer. Würde mich freuen, wenn ihr bei denen mal vorbeischauen würdet und etwas Liebe da lassen würdet. Und ja, ich schaue ein bisschen dreckig aus, aber ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde jetzt dann noch ein kleines Outro drehen und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend und liebe Grüße aus dem Frankenwald. Do you know when it called love, when to become one? And I felt like a boom in your arms, I call home. Do you know when it called love, when to become one? And I felt like a boom in your arms, I call. Feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like it feels like paradise when your hands are.